Die Attacke, da rechts staubt und qualmt bei Pantano, aber es hat sich da vorne nicht wieder. Pantano und Kollision mit Piccione, damit Glock schon auf 3, Piccione ist draußen. Ja, da war es ganz eng beim Rausfahren, Pantano war auf der Innenseite, haben die beiden sich berührt. Sieht so aus, als ob Pantano weiterfahren kann, er jetzt an Position 2. Und hier sehen wir uns die Kollision nochmal an. Piccione verbremst sich da ein bisschen, kommt dann zurück, will wieder ganz auf seine Linie fahren. Pantano ist dann aber zu diesem Zeitpunkt schon an dieser Stelle und die beiden berühren sich. Also ich denke, da hat Pantano keine Schuld. Das geht auf seine eigene Kappe.